Der Eiffelturm. Das Symbol von Paris. Seine Konstruktion begann 1887 und dauerte über 26 Monate. Er ist 321 Meter hoch und war 40 Jahre lang das höchste Gebäude der Welt. Trotz seiner filigranen Erscheinung wiegt er über 9000 Tonnen. Eine Gruppe von Architekten und Arbeitern war eingesetzt, um dieses Monument zu entwerfen und aufzubauen. Auch wenn sie diese Menschen nicht beim Bau des Turms beobachten konnten, so wissen sie doch ganz sicher, dass er von einer Gruppe von Menschen gebaut wurde. Wenn nun jemand käme und ihnen sagte, es habe einst ein riesiges Eisenvorkommen in der Umgebung des heutigen Turmes gegeben und dieser sei tatsächlich durch eine große Explosion entstanden, dann würden sie das wohl als puren Unsinn bezeichnen. Dasselbe gilt für alle anderen großen Kunstwerke auf der Welt. Der Taj Mahal. Die große chinesische Mauer. Das römische Kolosseum. Die monumentalen Büsten von 4 amerikanischen Präsidenten auf dem Mount Rushmore. Und die ägyptischen Pyramiden. All diese Bauten wurden von Architekten entworfen und von Arbeitern gebaut. Die riesigen Megalithen von Stonehenge in England legen stilles Zeugnis ab für die Existenz einer früheren Zivilisation. Alle diese Beispiele haben eines gemeinsam. Ob klein oder groß, alle Strukturen, die ein detailliert geplantes Design voraussetzen, müssen von jemandem entworfen und gebaut worden sein. Doch was ist mit unserem endlosen Universum? Mit der außergewöhnlichen Ausgewogenheit, die in ihm herrscht, mit den Millionen Lebewesen, mit all ihren verschiedenen Merkmalen, zu glauben, alles, was wir um uns herum sehen, verdanke seine Existenz dem Zufall, ist noch lächerlicher als die Behauptung, der Eiffelturm sei durch eine Explosion entstanden. Ganz ohne Zweifel wurde die Ausgewogenheit des Universums durch eine bestimmte Kraft herbeigeführt. Diese Kraft ist der allmächtige Allah, die unendliche Macht, die alles im Universum mit all seiner Pracht geschaffen hat. Das Universum enthält zahllose Beweise, die Allahs Existenz und Macht zeigen. Und der Mensch kann dies mit seinem Verstand erkennen.
In einem Koranvers wird den Menschen erklärt, dass sie die Zeichen Allahs in der Natur finden können. Siehe, in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Wechsel der Nacht und des Tages und in den Schiffen, welche das Meer durcheilen mit dem, was den Menschen nützt, und in dem, was Allah vom Himmel an Wasser niedersendet, womit er die Erde nach ihrem Tode belebt, und was er an allerlei Getier auf ihr verbreitet, und in dem Wechsel der Winde und der Wolken, die den Himmel und der Erde dienen, wahrlich, in all dem sind Zeichen für Leute von Verstand. In diesem Film werden wir Ihnen einige Beispiele der zahllosen Zeichen Allahs in der Natur zeigen. Fast überall auf der Welt findet sich Leben. Manchmal ist es sichtbar, manchmal unsichtbar. Mehr als 2 Millionen lebende Arten breiten sich über den Globus aus, einschließlich einzelliger Organismen, Insekten, Meereskreaturen, Pflanzen und Tiere. Sogar eine Handvoll Erde ist ein Heim für Organismen mit ganz einzigartigen Eigenschaften. Die Luft, die wir einatmen, ist voll von Organismen.